Kamera läuft. Mikro auch. So, dann fangen wir mal an mit meinem behelfsmäßigen Setup, was ich euch später auf Facebook mal zeigen werde. Ich werde nachher mal ein Foto davon machen. Beinhaltet eine Digitalkamera, einen Laptop, eine Leiter, ein Karton von Mediamarkt und eine Hantelbank und hinter mir das Regal. Ja, warum muss der Typ jetzt auch noch Videos auf YouTube machen? Keine Ahnung, fragt mich nicht. Ich bin seit, naja, November, Dezember ein bisschen angezeckt, was das Thema YouTube betrifft. Ich habe halt schon seit geraumer Zeit hier und da mal Videos geschaut, vor allen Dingen Let's Plays. Wie man erahnen kann, bin ich auch eine Art ja, Spielkind, nicht nur offline hinter mir, ja, jede Menge Brettspiele, sondern auch online an Computer und Konsolen und des Öfteren, ja, habe ich einfach keine Lust, mich durch die oftmals sehr schwierigen Level von irgendwelchen Spielen zu, ja, ärgern oder zu quälen. Und auch wenn es den Casual Gamer Modus gibt, ist es manchmal doch entspannter, abends einfach 2-3 Episoden von einem Let's Play zu schauen, auf der Couch zu liegen, dabei zu essen und die Hände frei zu haben für das Essen natürlich. Wie gesagt, YouTube ist für mich schon seit 2006 ein Thema. Ich bin seit 2006 in dieser Plattform, auf diesem Netzwerk, in diesem Netzwerk reden lernen. Angemeldet, habe die Plattform aber mehr als Konsument genutzt als ja, Produzent von irgendwelchen Inhalten. Ich habe zwar 2-3 ja, Let's Plays mal gespielt, über die Xbox noch, Xbox 360, also diese alte Konsole, mit so einem Game Capture Modul, und das hat mir auch Spaß gemacht, aber da die ganze Zeit nebenbei zu reden und interessant zu bleiben, war nicht ganz so einfach. Wer Gronkh kennt, der weiß, es gibt Leute, die können das, die können stundenlang erzählen und eigentlich, ich will jetzt nicht zu gemein klingen, aber nichts großartig Inhaltliches sagen und trotzdem unterhalten. Und das ist ja der Mehrwert von YouTube. Nicht unbedingt informativ und trocken und langweilig. Okay, es gibt Ausnahmen. Es gibt einen Dr. Allwissend, heißt er, glaube ich, der entsprechend auch in dem Outfit auftritt. Aber ich denke, der große Knackpunkt bei YouTube ist einfach mal die Unterhaltung, dass die Leute, die sich dort darstellen, in welcher Form auch immer, mit welchen Themen auch immer, ja, gerne gesehen werden. Ich glaube, das Hauptthema von YouTube ist und bleibt die Unterhaltung. Das heißt, Inhalte oder die Themen sind erstmal völlig irrelevant, solange man die Meute da draußen, die die Videos ja schaut, entsprechend unterhalten kann, entsprechend begeistern kann und vielleicht auch zum Lachen bringt. Ich für meinen Teil habe vor, erstmal mit meinen Hobbys zu beginnen. Meine Hobbys sind, wie man sicher hier, ja, sicher schon denken kann, Brettspiele, Gesellschaftsspiele, aber an sich eigentlich das komplette Thema Spiele. Also Gesellschaftsspiele, Konsolen, Computer, ja, Live-Rollenspiele habe ich früher mal gemacht. Ich habe irgendwo auch noch ein Kettenhemd rumliegen. Vielleicht ziehe ich das ja mal an bei einer Aufnahme. Mal schauen, aber ich glaube, ich passe nicht mehr rein. Jedenfalls ist das Thema Nummer 1 bei mir Spiele, wie wir hier sehen. Serien, Filme sind zwar auch nochmal ein Thema, aber das in ein Format zu bringen, bei dem ich ja im Endeffekt die Serien nicht zeigen darf oder Ausschnitte darauf, weil das ja urheberrechtlich schwierig werden könnte, muss ich mich erstmal auf Themen beschränken, die nicht so prekär sind. Also, dieser Kanal, ein privater Kanal, läuft auf meinen Namen, Sebastian Küster. Solange das Ding nicht durch die Decke geht und Millionen von Views bekommt, womit ich nicht wirklich rechne, oder doch? Hoffen vielleicht, aber nicht damit rechnen. Werde ich das auch weiter als privaten Kanal betreiben. Sollte sich irgendwann herausstellen, dass die Videos, die ich mache, wie ich sie mache, wie ich mich präsentiere und die Themen, die mich interessieren, dann kann man nochmal drüber nachdenken, ob man vielleicht einen zweiten oder dritten Kanal eröffnet. Der Trend geht ja deutlich dahin. Die ganzen erfolgreichen YouTube-Stars haben ja mindestens 2 Kanäle, wenn nicht sogar 3 oder 4. Ich fange erstmal klein an mit diesem Kanal und dann schauen wir einfach weiter, wie sich das entwickelt. Vielleicht kriege ich ja mehr Daumen runter als hoch und dann, ja, weiß ich nicht, ob mein Fell dick genug ist, dann trotzdem weiterzumachen. So, genug gelabert.
Die erste Ausgabe wird sich um Gesellschaftsspiele, um Brettspiele kümmern, um mein Hobby, um das größte Hobby, was mich beschäftigt. Im Hintergrund, wie gesagt, sehen wir ein Regal, da sind, glaube ich, um die 50, 60 Gesellschaftsspiele drin. Und im Fortlauf dieser Videoreihe schaue ich mal, was ich noch so für Themen habe. Ich glaube, mit meinen fast 300 Brettspielen habe ich genügend zu erzählen. Und dann, wenn Ausgabe 301 ansteht, kann ich mir Gedanken machen, was ich als nächstes verarbeite. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Sorry nochmal für dieses behelfsmäßige Setup, aber Mr. Trashpack hat, glaube ich, gestern gesagt, im Grunde kommt es nicht nur auf das Equipment an, sondern auf die Inhalte. Und wenn sie optisch und audiovisuell gut zu verdauen sind, dann sieht man einem auch nach, dass vielleicht noch kein wirklicher Lichtschirm hier steht oder wie das Ding heißt, keine Ahnung, dass die Kamera vielleicht noch nicht ganz hochwertig ist und dass auch der Ton, den ich momentan mit einem MacBook Pro aufnehme, auch noch nicht die Bombengranate ist. Ich werde mal schauen, wie ich heute damit zurechtkomme, das Video zu schneiden. Der Ton wird ja doppelt aufgenommen. Das ist auch nochmal so ein Thema. Ich brauche irgendwie Hilfe von jemandem, der sich schon mit Videoschnitt oder mit YouTube-Produktion auskennt, weil momentan nimmt die Kamera und das MacBook Ton auf und ich muss dann schauen, wie kriege ich das drüber gelegt. Aber dank iMovie, Apple, GarageBand, was auch immer, ist das ja heutzutage relativ einfach umzusetzen. So, dann Daumen hoch oder runter, wie ihr das für richtig haltet. Ich glaube, in den ersten Videos wird auch noch nicht so richtig viel Bewegung sein. Ich hoffe aber, dass ich an dem Thema dranbleibe, weil ich merke, ich habe Spaß dabei. Ob ich mich jetzt zum Ömmel mache nach draußen, das werde ich ja hören, wenn die ersten Freunde mich dann im Privatleben wieder in echt erleben. Ich werde auch mal mit Andreas heute drüber sprechen. Der kommt nämlich, ich glaube, in 1-2 Stunden mal hier vorbei. Und dann kann er sich mal das Produkt ansehen und sagen, sag mal, du hast ja voll die Vollmeise, löscht das Video mal wieder. Oder, ja, kann man so lassen. Also in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Thank you.